Mord am Chiemsee. Robert schob sein klappriges Fahrrad mit der rechten Hand. Er lief mittig auf der schmalen Gemeindestraße und gestikulierte mit dem freien linken Arm wild vor sich hin. Er war auf dem Weg nach Hause, zu seinem verfallenen Haus in Hemsche, das ihm seine Mutter hinterlassen hatte. Die Dose Bier, die er sich bei Edeka in Steierberg gekauft hatte, war schon leer. Schuld daran war der düstere Typ, der ihm die ganze Zeit hinterherlief und auf ihn einredete. Als die Dose leer war, hatte er sie dem Kerl an den Kopf geschmissen, aber das hatte ihn nicht dazu gebracht, sich zu verziehen. Es war sein üblicher Weg. Er war morgens losgezogen, hatte sich auf das Rad gesetzt und war durch die Felder bis hinter Schinna an die Weser geradelt. Er hatte den Auftrag, das Land zu vermessen und zu überwachen, damit sich an den Maßen nichts veränderte. Sein Weg führte ihn durch die Wesermarsch, weiter über Velje und dann über die Apfelstraße nach Steierberg. Die Pfandflaschen und Pfanddosen, die er unterwegs auflas, setzte er dort in eine Dose Bier und, je nach Erlös, ein paar Nahrungsmittel um. Heute hatte es nur für die Dose gereicht. Allerdings hatte er einige Veränderungen festgestellt und an seine Behörde gemeldet. Die Erde hatte sich wieder gestreckt. Der Weg bis zur Weser war etwas länger geworden. Das lag allerdings an den Erdbewegungen, nicht weil die Straßenbauer den Weg umgebaut hatten. Halt die Fresse! Brüllte er den Kerl, der ihm folgte, an und drehte sich zu ihm um. Halt die Fresse oder ich schneide dir die Kehle durch! Der Typ sagte nichts, blieb dort stehen, wo er war und starrte Robert an. Robert ging weiter. Als er sich wieder umdrehte, war der Typ verschwunden. Ich komme wieder, ertönte ein Flüstern ganz nah an Roberts Ohr. Er sah sich um, es war niemand zu sehen. Eine Dame im Rentenalter, die gerade in ihrem Gemüsegarten arbeitete, beobachtete Robert aus der Entfernung. Sie sah, wie er mit seinem Arm gestikulierte und vor sich hinredete. Gerade hatte sie ihn jemanden anschreien gehört und deshalb von ihrem Beet aufgesehen. Es war niemand bei ihm in der Nähe. Armer Junge, sagte sie leise. Ist es wieder so weit? Tanja stapfte mit Strohhut, kurzer Hose, T-Shirt in Tarnfarben und halbhohen Gummistiefeln über das abgeerntete Rapsfeld. Ihr Ziel war die Rückseite des großen Chiessees zwischen Arnemolder und Landesbergen. Ihr großer Sitzrucksack war voll mit ihrem Equipment: Wasserflaschen, Fernglas, digitale Spiegelreflexkamera, Klemmbrett und Karten. Tanja war Ornithologin, wohnte in Minden und hatte die Chiesseen an der Mittelweser als Forschungsrevier auserkoren. Im Bereich Stolznau war der Ausbau der Auskiesung im Wachstum begriffen, doch es gab auch schon große Areale, die nicht mehr bewirtschaftet wurden und unter Naturschutz standen. Sie hatte eine Genehmigung des Landkreises und durfte auch die umfriedeten Gelände auf eigene Gefahr betreten. Vor kurzem hatte sie an diesem See die typischen Rufe der Wasserralle gehört. Sie hörten sich so ähnlich an wie das Quieken von Ferkeln und das hatte sie sofort neugierig gemacht. Die Wasserralle gehörte zu den vielen gefährdeten Vogelarten, die durch die fortschreitende Kultivierung der Landschaft in immer kleinere Lebensräume zurückgedrängt wurde. Es wäre sicherlich keine Sensation, aber doch eine schöne Entdeckung, wenn die Vogelart auch hier an den Chiesseen nachgewiesen werden könnte. Die Wasserralle benötigte flache, bewachsene Wasserzonen mit Schilf, Weiden und anderen Pflanzen, die ihr Deckung, Schutz und Brutmöglichkeiten boten. Zu Tanjas Freude war es an den Kieswerken gelungen, beim Rückbau der Uferbereiche solche Zonen zu erschaffen. Nach und nach hatte sich die Vegetation eingestellt. Solch ein Uferdickicht war nun Tanjas Ziel. Da Wasserrallen sehr scheu waren, musste man viel Geduld mitbringen. Und die hatte sie. Sehr viel Geduld sogar. Das hatte sie besonders im Umgang mit Männern bewiesen. Seit einem Jahr war sie mit Sven verheiratet und seit sie ihn hatte, war der Bedarf an Geduld zum Glück weniger geworden. Sven war zwar schnell eifersüchtig, aber ansonsten, das war das Zusammenleben mit ihm sehr schön und entspannt. Vor ihm war das anders gewesen. Sie war viele Jahre mit Gerhard zusammen gewesen, Gerhard Freiherr von Davenstedt. Er war ein paar Jahre älter als sie und sehr anstrengend. Sie mochte ihn immer noch. Aber als sie nach Jahren endlich die Beziehung beendet hatte, war eine große Last von ihr gefallen. Seine Blaublütigkeit war ihm ein wenig zu Kopf gestiegen und hatte seine Nase sehr hoch getragen. Tanja stammte aus bodenständigen Verhältnissen. Als sie Gerhard damals mit Mitte 20 kennengelernt hatte, war er Anfang 30, sah wirklich gut aus und hatte diese für sie außergewöhnlichen Umgangsformen.
Ein wenig war sie sich wie eine Prinzessin vorgekommen, auch wenn man sie in seiner Familie anfangs eher mürrisch angeschaut hatte. Merklich geändert hatte sich das erst, als sie ihren Doktortitel erhalten hatte. Ihre Doktorarbeit hatte sie über Wasservögel geschrieben. Gerhard hatte sich allerdings im Bett als lahme Ente entpuppt. Er war zärtlich und romantisch und konnte sie mit seinen sanften Worten immer wieder einlullen, aber wenn die Hüllen fielen, trat er Langeweile ein. Das war mit Sven ganz anders und es hatte sich zu ihrem Glück seit dem ersten Mal mit ihm nichts daran geändert. Im Gegenteil, sie freute sich auf jeden Kontakt mit ihm. Früh startete ich am nächsten Morgen mit dem Rad zum Dienst nach Stolzenau. Ich unterhielt mich kurz mit den Kollegen in der Wache, dann ging ich nach oben und öffnete alle Fenster, soweit Blumentöpfe und sonstiger Schnickschnack auf den Fensterbänken das zuließen. In meinem Fach lagen keine neuen Akten, was mich nicht wunderte. Schließlich war ich am Freitag als Letzter gegangen und hatte alles in Empfang genommen. Ich schaute im System die Einsatzinformationen durch und fand ein paar interessante Sachverhalte, aber nichts Großes. Zwei Strafanzeigen sah ich, die wohl für mich sein dürften. In Nendorf hatten sich zwei Jungspunde gestritten und dann waren die Fäuste geflogen. Beide waren unter 18, was hieß, dass ich auf jeden Fall beide einladen musste. Das andere war eine Beleidigungsanzeige. Offenbar war ein örtlicher Jäger in der Nähe eines Kiessees mit einer Frau aneinander geraten. Er über 60, sie Anfang 40, Sohn auf den Linden. Der Jäger war hier aus der Nähe, ein Friedrich Groda, den kannte ich persönlich aber nicht. Erstmal abwarten, was im Text steht, entschied ich. Mein direkter Vorgesetzter Hansi war der Nächste, der zum Dienst kam. Allzu viele Kolleginnen und Kollegen sollten heute auch gar nicht erscheinen. Es waren noch Sommerferien und unsere Urlaubsquote war voll ausgeschöpft. Ein Blick auf den Dienstplan zeigte mir, dass Hansi und ich bis mittags die einzigen Ermittler auf der kleinen Dienststelle bleiben würden. Wir beschlossen, uns mit einem Kaffee unten in den Besprechungsraum zu setzen und die Akteneingänge durchzusehen. Die Kollegen des Streifendienstes kamen dazu, darunter auch die Beamtin, die die Beleidigungsanzeige am Freitag aufgenommen hatte. Sie erzählte, dass die Frau gegen Abend hier erschienen sei. Sie sei wohl nett gewesen, habe sich aber ziemlich über den Jäger aufgeregt. Sie sei Vogelforscherin und habe Betretungsrechte für die Naturschutzgebiete an den Kiesseen. Der Herr habe sie grundlos mehr oder weniger durchgängig beleidigt. Letztlich waren die Beschimpfungen vom Unrechtstatbestand wohl kaum relevant, zumal die beiden unter vier Augen zusammengetroffen waren. Das Schlimmste, was der Mann gesagt hatte, muss wohl die Bezeichnung dumme Kuh gewesen sein. Es schien mir das übliche Privatklagedelikt zu sein. Das bedeutete, es bedurfte nur eines Dreizeilers und dann war die Arbeit schon erledigt. Robert zahlte die Spalten im Asphalt und die Aufbrüche in den Betonplatten der Gemeindestraßen. Dann erreichte er die kleine Brücke, die den Abflussgraben des Kolks überquerte. Angst überkam ihn. Er spürte, dass Geister unter der Brücke lauerten. Sie warteten auf jemanden, der in das Wasser fiel, um sich dann auf ihn zu stürzen und sein Fleisch zu fressen. Langsam schlich er bis an die Brücke heran, verhielt sich ganz leise. Dann, mit einem Sprung, rannte er los, sprang auf das Rad und hatte die Brücke hinter sich gelassen. Er drehte sich angstvoll um und hörte, wie die Geister kreischten. Sie waren enttäuscht, keine Beute gemacht zu haben. Ihr kriegt mich nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich muss weiter vermessen, redete er wieder auf sich selbst ein. Langsam fuhr er weiter und verlor sich in einer Diskussion über die Risse der Straße. Darunter konnten tiefe Erdspalten sein. Man musste das im Auge behalten. Wenn die Spalten zu groß wurden, konnten Menschen hineinstürzen. Er kam an die breite Straße, die nach links zur Weserbrücke führte. Vor den großen Brücken fürchtete er sich nicht. Er konnte sehen, was sich darunter verbarg. Der große Fluss schien ihm unbelebt. Zu oft waren die riesigen Frachtschiffe darauf unterwegs, die alles Leben im Fluss vernichteten. Auf der Hauptstraße fuhr er weiter in Richtung Arnemolter. In einer langen Rechtskurve fuhr er geradeaus und folgte dem Weserradweg. In einiger Entfernung stand ein Auto. Robert fuhr langsam weiter. Das Auto bewegte sich nicht. Scheinbar war niemand darin. Als er näher kam, registrierte er, dass das Fahrzeug neben der Straße stand. Er schielte hinter den Wagen in der Hoffnung, dort noch Dosen oder Flaschen zu finden. Die Menschen, die mit Autos zum Fluss oder an die Seen fuhren, ließen meistens etwas herumliegen.
Für den normalen Müll interessierte Robert sich nicht. Er nahm ihn nicht einmal als Müll wahr. In seinem Bewusstsein hatte Abfall keine Bedeutung mehr. Das Verhältnis dazu hatte er schon lange verloren. Er sah, dass der Zaun gegenüber von dem schwarzen Auto offen war und vermutete, dass die Leute an dem See waren. Er schob sein Fahrrad auf die Grasfläche und legte es dort ab. Dann fummelte er die Plastiktüte vom Lenker und machte sich auf den Weg zum See. In einiger Entfernung sah er etwas Buntes. Vielleicht war das schon eine Dose. Als er dort ankam, war es irgendetwas, aber keine Dose oder Flasche. In der realen Welt war es eine Big Mac-Verpackung, die Leute vermutlich im Vorbeifahren aus dem Fenster eines Autos geworfen hatten. Robert trat mit dem Fuß darauf. Er sah weiter, folgte einer Biegung um den See und spürte das Bedürfnis, sich zu erleichtern. Also öffnete er seine Hose und urinierte dort, wo er gerade stand. Als er fertig war, ging er weiter, fand einen Stock, etwa so lang, wie er selbst groß war, und hob ihn auf. Er stocherte im Gestrüpp herum. Plötzlich hörte er das Wimmern einer Frau hinter sich und drehte sich um. Wieder war es hinter ihm. Sie musste schnell sein. Sein Atem ging schneller und er fasste den Stock. Noch zweimal drehte er sich um und immer blieb sie hinter ihm. Er holte aus und schlug auf das Gebüsch ein. Irgendwo da drinnen musste sie sein. Einige Triebe einer Weide brachen ab. Das Wimmern war weg. Offenbar hatte er die Geisterfrau verjagt. Nervös hin und her blickend ging er weiter, redete murmelnd auf sich ein. Weg. Sie ist weg. Wo ist sie? Ist sie weg? Ja, muss weg sein. Er bemerkte noch nicht, dass er beobachtet wurde. Eine blonde Frau, vielleicht 50 Meter entfernt, betrachtete ihn durch ein Fernglas. Langsam drehte er sich um. Nochmal drosch er auf das Gebüsch ein, dann ging er weiter, den Stock in der Hand. Er drehte sich nur halb nach hinten und brüllte über die Schulter. Hau ab, du Hexe, du verdammte Hexe, ich schneide dir die Kehle durch. Robert stolperte weiter in Richtung seines Fahrrades. Am Rand der schmalen Straße stand ein schwarzes Auto. Plötzlich rauschte ein grüner Geländewagen vorbei. Als dieser das schwarze Auto passiert hatte, bremste er stark ab. Ein Mann stieg aus dem Geländewagen und starrte den schwarzen Wagen an. Panische Angst stieg in Robert auf. Es war früher Nachmittag. Im Büro wurde es schon wieder so warm, dass man es kaum ertragen konnte. Ich hatte gerade Dominik aus der Vernehmung entlassen, einen der beiden Streithähne vom Wochenende. Eigentlich ein sympathischer junger Kerl. Er und sein Kontrahent hatten schlichtweg zu viele süßen Schnapses genossen und dann die moralische Orientierung verloren. Das Gespräch, welches wir beide soeben geführt hatten, war nach meinem Empfinden ganz gut verlaufen. Er hatte sich selbst schon mit der Sache beschäftigt und bereits versucht, persönlich Kontakt aufzunehmen. Das war allerdings missglückt, weil er sich nicht sicher war, wer der andere eigentlich gewesen war. Ich hatte Hunger und ging rüber zu Lidl. Ich holte mir die üblichen Roggenpanini, eine Packung würzigen Essrom und einen Liter Becher Erdbeerjoghurt. Als ich zurückkam, saßen die Kollegen vom Streifendienst schon am großen Tisch und machten die Übergabebesprechung für den Spätdienst. Da nichts Besonderes vorgefallen war, gab es allerdings kaum etwas zu besprechen. Ich holte mir einen Teller, ein Messer, einen Suppenlöffel für den Joghurt und setzte mich dazu. Für mein Joghurtvorhaben erntete ich anerkennende Sprüche, erklärte aber sogleich, dass ich nicht den ganzen Pott auf einmal essen wollte. Allerdings hatte ich am Ende meine Gier fast selbst falsch eingeschätzt, denn allzu viel fand sich nach meinem Mahl nicht mehr in dem Becher. Ich nahm mir vor, das nächste Mal einen kleineren Löffel zu nehmen. Wir quatschten noch ein wenig, bis die Mittagspause vorbei war. Ich ging wieder hoch in meine Bürosauna, öffnete beide Fenster und ließ die Tür offen. Ich hatte gerade den in einer Jugendsache obligatorischen Eindrucksvermerk zum vernommenen Jugendlichen fertig, als der Kollege, der heute Nachmittag die Wache übernommen hatte, in mein Büro kam. Es war kurz vor 16 Uhr. Paul, hast du Zeit? Wir haben einen Leichenfund. Wird wohl ein Tötungsdelikt sein. Wir haben schon in Nienburg angerufen, aber wir müssen jetzt direkt absperren und brauchen jemanden vor Ort, der sich auskennt. Ich brauchte keine Bedenkzeit. Natürlich, ich komme runter. Ich muss nur eben meine Sachen holen. Ich ging zu Hansi ins Büro und sagte ihm Bescheid. Er wollte selbst mitkommen und so beschlossen wir, gleich zusammen loszufahren. Wir treffen uns unten auf der Wache, sagte er zu mir. Ich packte meine Einsatztasche, ging nach unten und schnappte mir die Schlüssel für unseren Zivilwagen. Hansi kam nur einen Augenblick später. Der Kollege von der Wache wies uns, soweit er konnte, ein.
Es ist eine Frauenleiche. Die Streife ist vor Ort. Rettungswagen und Notarzt sind informiert, vorsichtshalber. Es ist am Kiessee, hinten am Weserradweg, gegenüber vom Kraftwerk. Seht ihr ja sofort, wenn ihr hinfahrt. Hansi nickte. Ich schaute auf den Einsatzrechner, dann griff ich uns noch zwei Handfunkgeräte. Wir fahren direkt hin. Ich melde mich gleich bei dir, wenn wir vor Ort sind, dann sehen wir weiter, erklärte ich dem Kollegen. Wir brachen auf, fuhren zügig, aber ohne Horn und Blaulicht. Knapp 10 Minuten später trafen wir vor Ort ein. Der Streifenwagen stand am Wegrand, der Notarztwagen stand davor und rechts von uns sah ich eine Kollegin in Uniform mit einer Frau stehen. Als ich ausstieg, sah ich auch den anderen Kollegen. Er hockte mit dem Notarzt neben einem reglos daliegenden Körper. Wir mussten den Bereich absperren und die Kriminaltechniker anrufen. Außerdem musste ich eine Fahndung einleiten, wenn wir annahmen, dass die Tat noch nicht mehr als vielleicht 3 oder 4 Stunden zurücklag. Von einer Straftat musste man ausgehen. Der Leichnam der blonden Frau in sommerlicher Camouflagekleidung wies deutlich langgestreckte, gerade Kopfwunden auf. Offenbar stumpfe Traumata. Ich kramte mein privates Smartphone aus meiner Einsatztasche heraus und schrieb Britta eine Nachricht. Sie solle nicht auf mich warten, wir hätten eine Leichensache und es könnte spät werden. Danach steckte ich das Handy wieder weg. Hansi kam zurück. Ich wartete am Auto. Ich hatte bei der Hitze keine Lust mehr als nötig, in der Sonne herumzulaufen, erst recht nicht in dieser weißen Plastiktüte, in der ich steckte. Hansi erzählte mir, was er alles gesehen hatte. Die Frau muss Vogelkundlerin sein. Da hinten steht ein Sitzrucksack und daneben jede Menge Ausrüstung. Sieht aber nicht so aus, als hätte das jemand durchsucht. Da liegt auch noch eine richtig teure Digitalkamera. Ich schätze mal, die hat da Vögel beobachtet. Ich wollte auch nicht zertrampeln, glaube aber nicht, dass da hinten bei dem Rucksack etwas passiert ist. Ich stutzte. War nicht die Frau in der Anzeige wegen Beleidigung Ornithologin? Du hast mir doch heute Morgen eine Anzeige gegeben. Die Frau, die dort beleidigt wurde, war doch Ornithologin, oder? Am Ende ist sie das. Hansi setzte seine Brille ab und rieb sich die Augen. Er schwitzte auch schon ganz gut. Du hast recht. Ich habe die Anzeige gelesen und die Dame hatte Streit mit einem Jäger gehabt. Aber so heftig war der Streit in meiner Erinnerung nicht. Meinst du, es gab hier eine Fortsetzung? Ich zuckte mit den Schultern. Wer weiß. Ich habe die Akte nur überflogen, habe das gleich wie üblich für die Privatklage abgetan. Aber die Akte liegt noch oben bei mir im Büro. Das wäre ja was, wenn wir den Täter gleich hätten. Frau Dr. Gorsen hatte die Leichenschau beendet. Die Verstorbene hatte mehrere starke Verletzungen im Bereich des gesamten Schädels und auch am Oberkörper. Die genaue Todesursache konnte sie hier nicht feststellen. Möglicherweise hatte es eine Hirnblutung gegeben, die zum Kreislaufstillstand geführt hatte. An den Armen des Leichnams waren einige deutliche Prellungen zu erkennen. Offenbar waren es Abwehrverletzungen. Scheinbar hatte es einen kurzen Kampf gegeben, aber der Angreifer musste schnell einen Treffer erzielt haben, der die Gegenwehr so weit gestoppt hatte, dass er mehrere massive Schläge direkt gegen den Kopf führen konnte. Der Verlauf der Verletzung ließ den Schluss zu, dass das Opfer noch mit bereits gesenktem Kopf oder beim Zusammenbrechen weitere Schläge bekommen hatte. Inzwischen war der Bestatter eingetroffen. Der Leichnam sollte möglichst zügig in die Kühlung kommen. Er hatte einen Helfer mitgebracht und der Sarg stand neben der Leiche bereit. Plötzlich hörte ich ein Auto stark bremsen. Das Fahrzeug war aus Richtung Panzerstraße gekommen und hielt jetzt einige Wagenlängen hinter dem Porsche von Frau Dr. Gorsen. Ein Mann sprang heraus, sah uns, blieb stehen und beugte sich rasch nach vorn. Ich hörte ein Würgen, offenbar erbrach er sich. Der Mann richtete sich auf und ganz langsam, wie in Zeitlupe, kam er in unsere Richtung. Ich zog den Knoten, den ich mit den Ärmeln meines Einweg-Overalls gemacht hatte, noch strammer. Das weiße Ding hatte ich wieder heruntergekrempelt und trug nun am Oberkörper nur mein Trägershirt. Ich kann nicht sagen, warum, aber innerhalb Sekunden wurde mir klar, wer da auf uns zukam und dass ich entscheiden musste, was ich ihn sehen lassen wollte. Ich ging ihm entgegen und sprach ihn an. »Herr Schirtek?« Er blieb stehen. »Ja, ich«, sagte er stockend. Man sah ihm an, dass für ihn gerade die Welt langsam zerbrach. Ich musste mich um ihn kümmern. Was nun richtig und was falsch war, konnte ich selbst nicht sagen. Mich überkam plötzlich grenzenloses Mitleid.
Ich heiße Paul Voss, Kriminalpolizei. Es tut mir unendlich leid. Möchten Sie sie sehen? Er blickte mich mit seinen aufgerissenen Augen an. Ist das da, Tanja? Ist sie? Ich nickte nur. Tränen traten in seine Augen. Kann ich zu ihr? Als morgens um 5 Uhr der Wecker klingelte, fühlte ich mich absolut fit und motiviert. So war ich schon startklar für den Weg zum Dienst, als Tobis Wecker um 6 Uhr klingelte. Wie üblich brummte er gefühlte 2 Minuten, und wenn ich es nicht gewohnt gewesen wäre, hätte ich mir wohl Sorgen gemacht und in sein Zimmer geschaut. Aber Tobis derzeit sehr ausgeprägte Gleichgültigkeit ließ ihn sogar das Dröhnen des Weckers ungewöhnlich lange ertragen. Manches Mal hätte ich mir gewünscht, bei meinem ältesten Sohn von 5.50 Uhr bis 6.03 Uhr ein EEG aufzeichnen zu können. Wie das wohl ausgesehen hätte. Vermutlich nicht so flach und geradlinig, wie ich es mir gehässigerweise vorstellte, eher mit sehr vielen starken Ausschlägen. Nur hatten diese starken geistigen Aktivitäten eben weder etwas mit der Schule noch mit dem häuslichen Alltag zu tun. Während ich selbst über diesen Gedankengang grinsen musste, tat sich etwas im Zimmer nebenan. Der Wecker ging aus und das Wesen im Zimmer erhob sich von der Liegestatt. Ich beschloss, noch zu warten, bis er aus dem Bad zurückkam, um ihm nicht das Gefühl zu geben, ich würde mich möglichst früh davon machen, um ihm nicht begegnen zu müssen. So war es ja nicht. Ich freute mich ehrlich, ihn zu sehen und genoss jede Minute, die er für eine Unterhaltung mit mir opferte. Es fällt einem als Vater eines 17-jährigen Sohnes eben manchmal schwer zu erkennen, dass der Sohn sein Desinteresse nicht böse meint. Er hat es einfach von der Pubertät auferlegt bekommen. Genau wie die Pickel, die Überaktivität hormonproduzierender Drüsen und das ständige Verlangen nach Nahrung. Interessanterweise scheint ja der Pubertierende nicht sich selbst als das sich verändernde Subjekt wahrzunehmen, sondern alles um ihn herum ist plötzlich ganz anders. Er kam aus dem Bad zurück und setzte sich an den Tisch. Wie üblich wollte er keinen Kaffee, sondern mischte sich Kakao. Auch das fand ich interessant. Er konsumierte bei jeder Gelegenheit Energy-Drinks, führte sich also viel mehr Koffein zu, als es für Menschen in seinem Alter gut war, aber an einem morgendlichen Kaffee hatte er kein Interesse, nicht mal mit Zucker besüßt. Ich mutmaße, er lehnte Kaffee ab, weil Britta und ich jeden Morgen welchen tranken. Das war eines der weiteren Prinzipien der Pubertät. Alles musste man anders machen als die Eltern. Ich grinste ihn an, weil es mir natürlich Spaß machte, hellwach und voller Tatendrang zu sein, während er absolut keinen Bock auf irgendetwas verspürte, was ihm der Tag verhieß. Guten Morgen, der Herr, wünsche wohl Ruhe zu haben. Was liegt heute an? Er blinzelte mich an. Papa, ist es okay, wenn ich heute mit dem Rad zur Schule fahre? Ich stutzte. Tobi mit dem Rad zur Schule? Das waren 10 Kilometer, er musste ja ebenfalls nach Stolzenau. Klar, entgegnete ich, du darfst überall mit dem Rad hinfahren. Ich freue mich, wenn du es tust. Ich fahre ja auch fast täglich mit dem Rad zum Dienst. Wir sind übrigens wieder eine Moko. Am Kiessee bei Schinner wurde eine tote Frau gefunden. Bevor ihr jetzt fragt, mehr erzähle ich noch nicht. Wir bleiben mit der Truppe in Stolzenau, aber es kommen mit Sicherheit wieder Überstunden auf uns zu. Okay, kam Tobis übliche Bestätigung. Eine tote Frau? Hakte Britta nach. Ist sie ertrunken? Und wieso Moko? Ist sie denn ermordet worden? Ich lächelte sie an, gab ihr einen Kuss und blickte sie danach schweigend an. Ja, du hast gesagt, mehr sagst du noch nicht, ich habe es ja verstanden, bemerkte sie. Ich setzte gerade eine Kanne Kaffee auf, als Tommy hereinkam. Wir begaben uns mit einem Pott Kaffee bewaffnet in unseren neu zugewiesenen Arbeitsraum. Tommy fuhr seinen Rechner hoch. Ich schaute ihn fragend an. Hast du schon wieder Bock? Wollte ich wissen. Er verstand mich sofort. Die Frage habe ich mir gestern Abend zu Hause auch gestellt. Ja, habe ich. Und jetzt sitzen wir in Stolzenau, das ist doch auch mal was anderes. Die Truppe ist jedenfalls kleiner und ich habe ein gutes Gefühl. Das klang gut. Ich sah das ähnlich. Es klopfte an der Tür. Herein! Angela und Jan steckten die Köpfe durch die Tür. Oh nein, ihr schon wieder, habt ihr kein Zuhause? Fragte ich lachend. Beide grinsten. Angela deutete auf den leeren Schreibtisch. Asyl? Fragte sie. Okay, meinte ich. Ihr haltet einen Aufenthaltstitel. Genau genommen hat Rainer den schon ausgestellt.
Das wird jetzt unser neues Zentrum. Hier wird die Denkfabrik sitzen. Spinner, benannte Angela mich wie so oft. Ist ja ganz gemütlich hier, meinte Jan. Mir fiel etwas Wichtiges ein. Wenn ihr vorn aus dem Eingang geht und dann dem Fußweg nach rechts folgt, ist gleich hinter dem Nachbarhaus ein Lidl. Der Weg ist also noch kürzer als in Nienburg. Ich fragte mich manchmal, ob es Zufall war, dass die Lidl-Filialen in Nienburg und Stolzenau in direkter Nachbarschaft zur Polizei gebaut worden waren. Als es an der Tür klingelte, machte ich mich auf den Weg zur Wache. André war da. Ich begrüßte ihn und nahm ihn direkt mit in den Arbeitsraum. Passenderweise kam auch Sigi gerade herein und so waren wir schon komplett. Wir setzten uns in unseren neuen Raum und hielten eine kurze Besprechung ab. Heute Morgen stand die Obduktion an. Wenn wir pünktlich dort sein wollten, mussten wir in einer guten Viertelstunde losfahren. Letztlich wollten neben mir noch André und Tommy mitfahren. Wir beschlossen, alles Weitere nach unserer Rückkehr zu regeln. Mareike atmete tief ein, baute so viel Spannung auf, wie sie konnte, und stieg von ihm herunter, um sich neben ihm auf das Bett zu legen. Er zuckte zusammen. Ah, was soll denn das? Was hast du denn? Gerhard verstand nicht. Du hast Tanja zu mir gesagt, du Arschloch. Das ist... Er erschrak innerlich. Sein Unterbewusstsein hatte sie immer noch nicht losgelassen. Im Inneren liebte er noch immer Tanja, auch wenn sie ihn schon vor Jahren verlassen hatte. Er war schon fast 3 Jahre mit Mareike zusammen. Sie war sexy, erfolgreich, passte gut zu ihm. Auch im Bett verstanden sie sich super, aber sein Herz hatte sich noch nicht von Tanja verabschiedet. Ihm war klar, dass Mareike es hasste. Vor längerer Zeit hatten er und Mareike zufällig Tanja getroffen. Das hatte Mareike dazu gebracht, einen handfesten Streit vom Zaun zu brechen. Sie gab sich sonst nicht so eifersüchtig, aber bei Tanja schien es anders zu sein. Er bereute, dass es eben dazu gekommen war. Das hatte er nicht gewollt. Erst recht nicht, wenn er an die Konsequenzen dachte. Es war kaum möglich, jetzt die richtigen Worte zu finden. Dennoch versuchte er es. Mein Schatz, es tut mir leid. Ich kann es nicht erklären. Ich liebe nur dich. Bitte, vergib mir. Sie richtete sich auf und starrte ihn an, ihre Augen immer noch zu Schlitzen verengt. Du solltest sie vergessen. Für immer. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, sie ist tot, deine Tanja. Gerhard erschrak. Das klang nicht wie eine Floskel, es klang wie bitterer Ernst. Was sagst du da? Tot? Aber wie kommst du darauf? Sie setzte sich aufrecht auf die Bettkante, wandte sich von ihm ab. Ich weiß es von Iris, du weißt schon, der Physiotherapeutin, die du nicht leiden kannst. Und sie weiß es von ihrer Kollegin Steffi aus der Praxis. Steffi war mit deiner Tanja befreundet. Es stand auch schon in der Zeitung im Landkreis Nienburg. Ihre Stimme wurde wieder etwas sanfter, wenn auch nicht versöhnlich. Tut mir leid. Ich wollte es dir sagen, mochte es aber dann nicht tun. Aber gerade hast du mich so aufgeregt. Er sagte nichts mehr und merkte, dass ihm Tränen in die Augen stiegen. Aber es war besser, ihr das nicht zu zeigen. Deshalb stand er auf und ging ins Bad. Er fühlte sich dreckig und klebrig. Er brauchte eine Dusche. Soweit. Ich habe alle Charaktere, bis auf ganz wenige Einzelne, hier im Buch vorgestellt. Es ging ein bisschen durcheinander. Ich habe euch und sie hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht. Und jetzt, da ich der letzte Vorleser war, muss ich natürlich das Wort an irgendjemanden übergeben. Wenn denn jemand möchte. Dankeschön.